Willkommen zurück zu Borderlands. Wir sind mitten in einer Mission. Data Mining heißt die. Sterben liegt eine Granate. Flieger, Moment. Scharfschütze. Der Mann hat mich erwischt. Wir wollen sie werfen und ich treffe sie da recht, noch recht schnell. Voll ins Auge. Druck aufgebaut. Jetzt nimm dir die zwei anderen Pumpstationen vor und erhöhe den Druck, bis die Leitung beinahe platzt. Dann kannst du sie aufsprengen, in die Stockade eindringen und rausfinden, wo der Krieger begraben ist. Hey Kumpel, ich bin Roland. Lass uns Handsome Jack killen und dann gehen wir alle Milchshakes trinken. Nein, war nur gespielt. Er ist immer noch tot. Hab mir beim Gehen sein Echo-Gerät geschnappt. Ich wollte dir nur sagen, deine Freundin Lilith lädt den Kammerschlüssel auf wie eine Eins. Der Krieger wird sehr bald wach sein. Okay. Da haben die sicher was aufgebaut hier. Das ist geil.
Wie viel kommt da eigentlich noch? Also ich höre die ganze Zeit von Jack irgendwie so runterschmeißen. Ja. Wenn er hier vorbeigekommen ist. Gut, jetzt reizt, das hätte mich wütend gemacht. Jetzt krieg ich dir einen Raketenwerfer ins Gesicht. Scharfschützenbohnen. Genau das, was ich brauche. Komm ja nirgends. Ich komme ja nicht mal einmal einen Meter weiter hier. Ach, die Eilenloader machen die Schilde. Es tut so, als wäre er noch im Leben, ey. Hör auf zu schreien. Das ist Lärmbelästigung. Als würden die Leitungen bald platzen. Nehmen wir noch die letzte Pumpstation vor, dann können wir die Pipeline aufsprengen. Du bist... Ja, wollte ich gerade sagen. Was denn? Charakter sagt, bist du etwa besoffen? Wollte ich eigentlich sagen, du bist besoffen. Dann sagt er, ich schon. Aha. Ja, hat er überhaupt nichts gesagt. Jeden Gegner aufhalten hier. Sein, die kommen jetzt wirklich hierher. Bist du da? Den Bums habe ich bis nach Sanctuary gehört. Du gelangst jetzt durch die Pipeline in die Stockade. Geh rein und finde raus, wo der Krieger begraben ist. Interessant.
Oh. Ich bin tot. Da hinten ist ein Abgrund hinter uns, da müssen wir aufpassen. Autsch. Ja, da bin ich gerade runtergefallen. Krass. Die Hochen wird sofort angegriffen. Nein, immer noch fliegen. Wäre die sehr verbunden, wenn du da weggehen würdest, damit ich mich auch bewegen kann. Okay, ein Mini-Roboter. Das sind die, diese anderen kleinen, die mega viel Schaden machen. Ja. Oh, den haben wir schnell besiegt. Death Trap war gerade bereit gegangen und das habe ich gehört. Mal ein bisschen umstellen. Was ist gehört? Jedes einzelne Bit des Hyperion-Datennetzwerks wird hier archiviert. Infos über Minen, Aufzeichnungen von Security-Kameras. Alles fließt in das Socket zusammen. Los, rein. Hast du das gehört? Gute Nachricht! Oh. Ich hab das Landungsschiff gestohlen! Hyperion hatte keine Chance gegen meinen Subtilen. Ich hau dir in die Fresse, bis du stirbst, Kampfstil! Wenn die Zeit gekommen ist, kämpfen wir uns gemeinsam zur Kammer vor! Mensch! Man versucht auszuweichen und dann stehst du immer in der Nähe. Hey, du warst doch da unten. Ja, ich bin in die Höhe hochgesprungen, weil die von unten kamen. Oh, die ganze Zeit. Hä?
versucht die ganze Zeit immer irgendwie auszuweichen. Oder irgendwo durchzukommen. Und dann stehst du in der Nähe. Ich finde das so lustig, weil du standst da unten und ich stand da oben. Also, was willst du von mir? Ja, ich wollte hoch. Die Viecher sind da hochgesprungen. Ich soll das hinausweichen. Ja, ich kann mich nicht durchklippen durch dich. Charakter verhaken. Du sagst, du willst hinausweichen, aber die waren da oben. Voll schon wieder so ein scheiß Roboter. Gegner werden langsam langweilig, weil es immer die gleichen sind. Immer nur Roboter, die ganze Zeit. Chunkloader? Okay, die hatten wir noch nicht. Hier steht Trouble. Und das war's. Keine Grabsteinwitze, schade. Okay, nur weiter so. Mission verfügbar. Ein hervorragender Tag für den Kapitalismus. Verdammter scheiß Roboter, geh mal von dort weg. Onkel Teddy, Blut ist dicker als Wasser. Danke, dass du den Job annimmst. Hyperion hat meinen Onkel Teddy beraubt und ihn zum Sterben auf diesen Drecksplaneten geschickt. Such in seiner Hütte im Arid Nexus nach etwas, das ich verwenden kann, um seinen Tod zu rächen. Lerne Jack kennen. Kenne du musst in das geheime Labor meines Onkels. Such Beweise dafür, dass Hyperion seine Waffenentwürfe gestohlen hat. Gott ist mein Zeuge. Der Baha-Clan wird kriegen, was ihm zusteht. Nur dann machen wir das jetzt, ne? Wir haben noch fast eine halbe Stunde. Kann man ja schaffen. Hungrig wie ein Skeks. Skeks fressen alles. Was für ein schöner Tag. Einfach in der Sonne Lust wandeln, in meinen Echo-Recorder quatschen und hoffen, dass mir keine Skeks auflauern und meine Waffe vierteilen und fressen. Genau das passiert gerade. Ah! Uff, Skeks haben eine Waffe gefressen? Schwer zu sagen, welches von den hässlichen Viechern sie hat. Geh einfach auf Skagjagd und hoff das Beste. Sollen die Sachen finden. Irgendwo ist ein versteckter Hebel, mit dem du in Teddys Keller gelangst. Der Schalter. Tja. Teddy hat seine gesamte Echo-Korrespondenz aufbewahrt. Wie anscheinend viele Leute auf Pandora.
Such einen Beweis dafür, dass Hyperion seine Entwürfe gestohlen hat. Dann verklage ich sie in Grund und Boden. Jetzt hier alles aufmachen. Tja, der erste Tag auf Pandora. Meine Frau ist nicht sehr glücklich über den Umzug, aber es wird bestimmt alles gut. Jetzt beginnt unser neues Leben. Ja, meine Frau ist tot. Marion wurde von einem Riesenskag namens Carr gefressen. Ich werde sie bestatten mit Ladyfinger, der niedlichen kleinen Waffe, die ich für sie gemacht hatte. Und dann nehme ich Rache. Du bist nicht umsonst gestorben, Marion. Das verspreche ich. Scar hat mich geblendet und mein Bein gefressen. Verkrüppelter Witwer, aber deswegen ist nicht alles verloren. Ich habe welche getroffen, die die Kammer gesucht haben. Hab ein paar Mal den Ich-sehe-euch-später-Witz gerissen, aber die haben es nicht kapiert. Oh, Mr. Baha, wir von Hyperion finden die Entwürfe für ihre Wave-Rifle derart gelungen, dass wir beschlossen haben, sie uns anzueignen. Unsere Auftragskiller sind auf dem Weg zu ihnen nach Isolus. Unter uns, Mr. Baha, ich würde Ihnen raten, das Sonnensystem zu verlassen, ehe Sie eintreffen. Super, das wollte ich hören. Wenn du jetzt die geraubten Waffenpläne zurückbringst, bekommst du die erste Waffe, die mein Onkel mir je gab. Komm ich auch mal wieder raus? Ist das doch da unten, oder was? Ne, nicht doch, das ist auch da unten. Scheiße. Sticht nicht. War einfach was vergessen mitzunehmen. Hallo, Söldner. Solltest du die geheimen Unterlagen der Hyperion Corporation wiederbeschaffen, werden wir dir mehr bieten als Mr. Bahas Nichte. Zum Beispiel eine schöne Hyperion-Ausrüstung. Hör nicht auf diese Hyperion-Diebe. Wir wissen beide, dass mein Onkel Gerechtigkeit verdient. Und ich biete dir die erste Waffe, die Onkel Teddy für mich gebaut hat. Aber die geben wir, die Pläne schicken wir an Una. Ja. Dann können wir nämlich die andere Mission gleich mitnehmen. Kosten blechen müssen, wenn das vor Gericht geht. Tut mir leid, dass ich dir nicht mehr bieten kann. Eine Waffe? kritischer Schaden. Schon heftig. Das ist wirklich heftig. Was für eine Pistole? Kann ich immer ausprobieren. So, was haben wir hier? Kenne deinen Feind. Lerne Jack kennen. Schadet nie, möglichst viel über den Mann zu wissen, den man töten will. Beschaff im Nexus alles über Jack, das du finden kannst. Belastet dich dein vieles Geld. Nur ein bisschen ist er hier.